Wie zerstöre ich einen Konzern? Das Handbuch für Anfänger. Ola Källenius führt Mercedes-Benz ins Nirgendwo. Seine Luxusstrategie ist gescheitert. Seine Electric-Only-Strategie auch. Der Konzern wurde unter seiner Hand in Heuschreckenmanier zerpflückt. Daimler Truck, Mercedes-Benz Pkw und weitere Aktiengesellschaften wurden gegründet und abgesplittert. Und nun sind die Niederlassungen dran. Es geht so weit, dass man sich von allen Niederlassungen trennen möchte oder muss. Der hohe Cashflow und das große Gehalt, das Ola einstreicht, beruht nicht auf zukunftsfähiger Strategie, sondern auf der Frage, wie versilbere ich diesen großen Konzern? Die Ideen der Vergangenheit sind erloschen. Mercedes-Benz befand sich auf dem Weg von einem Automobilhersteller hin zu einem Mobilitätsanbieter. Zudem wurden die effizientesten Motoren in Untertürkheim entwickelt. Damit konnte der Konzern weltweit den Fahrplan in die Zukunft vorgeben und das sogar in China. Olas Vorgänger hatte in China eine separierte Motorenentwicklung installiert, die eigenständig entwickeln und den Konzern zusätzlich mit Innovationen versorgen sollte. Dieser Schritt war ein Gewinn für die eigenen Fabriken und Produkte weltweit. Dies war auch das Erbe von Dieter Zetsche, ebenso auch ein umstrittener Konzernleiter. Doch eines muss man ihm zugestehen: Er verstand den Konzern als eine Einheit. Bei Ola ist das nun ganz anders. Er versilberte alle Vorteile und sitzt jetzt auf einem großen Geldhaufen, ohne echte Ideen für die Zukunft des Konzerns zu haben. Mercedes wird auch ihn überstehen, doch zu welchem Preis? Ein Konzern wie Mercedes besteht nicht nur aus einer Marke, sondern auch aus den Mitarbeitern, die maßgeblich zum Erfolg beitragen. Dies schließt die Arbeiter in den Fabriken und Entwicklungsbereichen ebenso ein wie die Mitarbeiter in den Niederlassungen. Jedoch strebt Mercedes nach Kostenreduktion und einer Digitalisierung des Vertriebs. Und da haben die Niederlassungen eben keinen Platz mehr. Ola Källenius vertritt anscheinend die Ansicht, dass Kunden bereit sind, viel Geld für ein Produkt auszugeben, unabhängig von den Personen dahinter. Doch gerade bei einer Premium-Marke wie Mercedes spielt das menschliche Element eine entscheidende Rolle. Mercedes ist nicht Apple und Apple ist nicht Mercedes. Und dann beobachtet die Mercedes-Führung auch noch neidisch das Vertriebskonzept von Tesla. Während Tesla den Markt erobern will, befindet sich Mercedes auf einem Abwärtstrend mit sinkenden Produktionszahlen, was langfristig zu einem ernsten Problem für den Konzern werden könnte. Die Konzernlenker unter Ola haben keine bessere Idee, wie sie die Niederlassungen wieder profitabel machen könnten. Stattdessen wurden die Niederlassungen zu Parkhäusern für Neufahrzeuge und Gebrauchtfahrzeuge degradiert. Wenn man nicht weiß, wie man die Niederlassungen wieder mit Sinn erfüllt, mag es zwar vernünftig erscheinen, alles zu verkaufen, doch dies wird den Abwärtstrend von Mercedes weiter befeuern und der aktuelle Konzernlenker, Ola Källenius, kann diesen Trend offenbar nicht aufhalten. Dies war eine Produktion der Radical Live Studios. Nicht vergessen, folgt uns auf Spotify oder Apple Podcasts.